Platz. Sag mal, geht's noch? Hey, da wollte ich einparken. Da muss eben ein bisschen die Pusten kommen, Kollege. Ich habe ordnungsgemäß zurückgesetzt. Kann ja nicht ahnen, dass ich irgendeine Ziege vordränge. So, und jetzt beruhigen wir uns alle mal. Es liegt hier kein Grund vor, ausfallen zu werden. Regina, hätte ich nicht von Ihnen gedacht, Herr Pastewka. Was? Wieso denn ich? Ich habe hier gar nichts mit zu tun. Ich bin nur der Beifahrer. Seien Sie ein Mann und suchen Sie sich einen anderen Parkplatz. Sie fahren jetzt hier schön wieder raus. Das ist mein Parkplatz. Ja, und Ihr Parkplatz ist es auch nicht. Sie haben ihn nicht gemietet. Schade, dass die Leute nicht wissen, was Sie in Wirklichkeit für ein Arschloch sind, Pastewka. Sag, wieso? Ist das hier ein englischer Wagen? Sehen Sie hier irgendwo ein Lenkrad? Regine, er hat geblinkt. Er ist absolut im Recht. Ach Quatsch! Zieh endlich Leine, du Weichei! Was? Hör auf! Das hat voll, das sagen Sie. Was, Herr Pastewka? Ja, Sie haben das vorhin natürlich völlig missverstanden. Also ich bin ja gar nicht gefahren, aber wenn es nach mir gegangen wäre, hätten Sie einen Parkplatz natürlich bekommen. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen, Herr Pastewka? Ja, ich möchte einen neuen Personalausweis beantragen. Der alte ist mir in Russland gestohlen worden und ich habe hier eine Verlustbestätigung der russischen... Das brauche ich nicht. Haben Sie Ihre Geburtsurkunde dabei? Nein, aber die, als ich das letzte Mal hier einen Personalausweis beantragt habe, da... Keine Rolle. Die Geburtsurkunde muss bei jeder Neuausstellung vorgelegt werden. Ja, aber die habe ich jetzt nicht dabei. Ja, das habe ich auch so verstanden. Deswegen würde ich Sie bitten, noch einmal mit Geburtsurkunde wiederzukommen. Was soll das denn jetzt? Ich habe eine Stunde gewartet. Komisch. Fast genauso lange habe ich nach einem Parkplatz gesucht.